Yo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Modell für euch vorbereitet. Julian, wir machen heute J. Joe Mullet. Yes. Das wird mega lustig. Wie ihr seht, wir haben eine super geile Ausgangsbasis. Julian hat richtig lange Haare und wir werden das Ganze jetzt um einiges kürzen. Hier seht ihr, wie das Endergebnis dann ungefähr aussehen sollte. Und um das zu erzielen, müssen wir uns die Haare auf ganz spezielle Art und Weise abteilen. Und ich werde ihm zuerst die Seiten schneiden und den Nackenbereich und dann kümmern wir uns um das Deckhaar. Wir bereiten seine Haare perfekt vor mit dem Hülle und Fülle Shampoo und dem Hülle und Fülle Conditioner. Und für Styling werden wir heute den Wellenreiter verwenden. Das heißt, du wirst mit den besten Produkten verwöhnt heute. Die Produkte sind unten in der Bio verlinkt. In meinem Online-Shop könnt ihr alles kaufen. Es gibt momentan ein Angebot. Man kann ein Hülle und Fülle Wellenreiter Set für 50 Euro kaufen. Da spart ihr euch 13 Euro. Let's go, jetzt waschen wir mal Julians Haare und machen einen geilen Haarschnitt. Das wird heute eine Variation von J. Joe Mullet. Und zwar habe ich dem Julian die Haare schon abgeteilt. Einmal hier auf der Seite und ganz symmetrisch auf der anderen Seite genau die gleiche Abteilung. Und wie ihr sehen könnt, ich habe da relativ weit oben bei den Schläfen angefangen und habe einen Bogen bis hinunter in den Nacken gemacht. Nur wird die Abteilung immer schmäler, umso mehr wir in den Nacken gehen. Das werde ich jetzt kurz machen. Der Haarschnitt besteht aus zwei groben Parts. Der erste Part sind die Seiten und der zweite Part ist dann das Deckhaar. Ich fange jetzt mit den Seiten an. Die machen wir super kurz. Es wird bei jedem eine Variation sein, je nach Haartyp und Haarstärke. Und wir werden bei ihm auf jeden Fall keine spitzen Koteletten schneiden, sondern einen schönen Fade, einen schönen Verlauf. Das Ganze wird ziemlich kurz auf der Seite und hier das letzte Stück im Nacken. Und dann wird das Deckhaar etwas länger drüber fallen. Das ist das Ziel. Es geht schon los. Wir machen die Seiten als allererstes kurz und danach kümmern wir uns ums Deckhaar. Ich habe jetzt ganz grob hier einfach mal das Ohr freigeschnitten. Jetzt machen wir hier auf der Seite nichts anderes als den Criss Cut. Hier im oberen Bereich werden wir dann so 12 mm haben und unten ca. 2 mm und wir schneiden das Ganze natürlich verlaufend von 2 bis 12 mm kurz. Thank you.
Wir beginnen jetzt mit dem zweiten Teil des Haarschnitts. Die Seiten sind fertig. Ich habe ihm jetzt einen Kreuzscheitel gemacht. Die Mitte der Abteilungen ist genau an der obersten Stelle des Kopfes und wir fangen jetzt hinten zum Schneiden an. Meine Abteilungslinie ist diagonal von der Mitte nach außen hinunter, damit das Ganze dann ein bisschen eine konkave Form hat und die Schnittlinie, wenn dann gerade bis leicht konkav ist, damit er hier auf der Seite dann noch ausreichend Haar hat. Und der Julian hat mir extra noch dazu gesagt, dass er hier hinten im Abschluss ein bisschen einen Spitz hat, so einen Zipfel. Und wir wollen vermeiden, dass der sich durchdrückt, deswegen wird die Schnittlinie hinten im Abschluss genau so aussehen. Und es geht auch schon los. Wir sind jetzt mit dem Schneiden der Grundlänge fertig. Das Ganze ist von der Mitte verlaufend zu den Seiten etwas länger und wirkt dadurch sehr gerade und auf gar keinen Fall rund. Genau das wollten wir vermeiden, um Julian seinen Spitz nicht zu fördern. Jetzt machen wir mit der Stufung weiter. Dafür werde ich mir das Ganze in der Mitte noch einmal vertikal abteilen und das Ganze zur Seite kämmen. Und fangen wir gleich mit der linken Seite an. Ich werde mir das jetzt alles zusammenkämmen hier. Das gesamte Haar und hier vor dem Ohr, das was rausfällt, können wir lang lassen, ja, weil die werden dann eher ein bisschen lockig sein und die sollen ja auch eine gewisse Länge hier hinten haben, aber dann können wir wirklich in einer Linie mit Anfang des Ohres die Haare abschneiden, um sie hinten ordentlich zu stufen und es geht auch schon los, so, zack. Und weg damit. So. Es sieht jetzt schon sehr, sehr cool aus, Leute. Und das war wirklich nur ein einziger Schnitt. Und wir haben schon sofort diesen J-Joe-Mullet-Charakter. Also gut, Step 2 vom zweiten Teil des Haarschnitts ist auch erledigt. Jetzt müssen wir schauen, dass sie hier in der Mitte etwas kürzer werden. Natürlich dadurch, dass ich sie mir vorgezogen habe, haben wir jetzt hier in der Mitte die längsten Haare. Und dafür werde ich jetzt einfach eine ganz easy Freehand-Graduationstechnik schneiden, indem ich dem Julian die Haare hier einfach rausziehe. Und seht ihr, da sind sie kürzer, dann werden sie so verlaufend länger und das pointen wir hier in der Mitte weg. Es kommt einfach weg mit einem ganz easy Point Cut. Also gut, Leute, wir sind gut vorangekommen. Ich bin jetzt auf beiden Seiten fertig mit dem hinteren Part und es sieht mega geil aus. Ich finde es jetzt schon von der Form richtig, richtig cool. Es fehlt jetzt wirklich nur noch am Oberkopf das Deckhaar und da werden wir jetzt wie folgt vorgehen. Wir fangen hier auf der linken Seite an und verbinden uns jetzt einfach diese Linie, die durch die hinteren Haare entstanden ist, mit der vorderen. Und schneiden das alles weg und das Ganze können wir ganz schnell in einem Zug machen, am besten im Point Cut und es geht auch schon los. So. Ein sehr guter Richtwert für vorne, damit es hier ja nicht zu kurz wird, sind die Augenbrauen. Dass wir schauen, dass wir auf jeden Fall 1 bis 2 cm
unter den Augenbrauen sind. Und jetzt haben wir schon einen Hardcore J. Joe Mullet Charakter. Ich werde das Ganze jetzt so ausarbeiten, dass ich mir horizontale Abteilungen mache und immer wieder einen Deep Point Cut hineinmache. Und zum Schluss, wenn ich die rechte Seite auch geschnitten habe, ziehe ich mir das Ganze in der Mitte nochmal hoch und kürze das noch ein wenig, dass es nochmal stufiger ist. Es geht schon los. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir uns das Ganze nach vorne ins Gesicht kämmen und circa auf Mitte der Nase ganz horizontal abschneiden. So, perfekt. Und als nächstes, der allerletzte Schritt. Ihr müsst euch denken, der Haarschnitt fällt hier ungefähr auf der obersten Stelle des Kopfes auseinander. Und jetzt, wie gesagt, werden wir uns einzelne Abteilungen nochmal rausteilen, uns hier zur Mitte ziehen und da abschneiden. Ich zeige euch das jetzt kurz einmal vor. Ich werde mir da jetzt mal so ein Torteneck rausteilen von hier vorne, mir das hier nach hinten ziehen und dann hier. Das können wir alles abschneiden. So, wir sind mit dem Haareschneiden fertig. Ich nehme dir mal den Schneidemantel ab, damit du dich in deinen eigenen Sachen siehst. Was jetzt natürlich nicht fehlen darf, ganz, ganz wichtig, das beste Sea Salt Spray der Welt, der Wellenreiter mit Lavendelöl aus der Mont Blanc Region und Salzen aus der Nordsee, ausschließlich europäische Inhaltsstoffe. In Wien ist die Rezeptur entstanden, die Produktion ist in Deutschland. Mega geiles Produkt, der Shop ist unten in der Bio verlinkt. Schaut es euch an, mega geile Produkte und es geht auch schon los. Es können ruhig 20 bis 30 Sprühstöße sein. Für Styling werde ich ausschließlich den Dyson Supersonic Pro verwenden mit dem Diffuser-Aufsatz. Wir sind fertig. Yes. Sieht richtig krass aus. Wie ist das Feeling? Ich meine, vorher waren sie so lang und jetzt siehst du komplett anders aus. Ich finde, du hast doch eine ganz andere Kopf- und Gesichtsform und deine wahre Schönheit ist jetzt so richtig rausgekommen durch den Haarschnitt eigentlich. Bitte erzähl mir, wie fühlt es sich an? Ein Kilo leichter. Das glaube ich dir sofort. Es waren so viele Haare, Leute, so viel. Also sehr nice. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Also im Spiegel erkenne ich mich gar nicht wieder. Du siehst doch aus wie ein anderer Mensch. Da sieht man, was Haare ausmachen, Leute. So wichtig, upgrade your hair, upgrade your life. Ich habe heute verwendet nochmal Shampoo, Hülle und Fülle. Ihr seht, er hat jetzt richtig viel Textur im Haar. Das Haar ist richtig griffig, wie nach einem langen Tag am Strand. Hülle und Fülle trägt natürlich auch dazu bei, dass die Haare sich etwas griffiger anfühlen und ihr mehr Grip habt. Und da tut ihr euch dann mit dem Styling auch leichter. Anschließend habe ich den Conditioner verwendet, um seine Haare ein wenig zu pflegen. Und dann habe ich verwendet den Wellenreiter
das Sea Salt Spray als Styling-Produkt zum Schluss, damit das Haar nochmal extra Griffigkeit bekommt und damit es sich durch das Salz im Wellenreiter besser zusammenziehen kann. Alle Infos bezüglich der Produkte sind unten in der Bio. Julian, vielen Dank. Du kriegst heute als Geschenk Shampoo, Hülle und Fülle, Conditioner, Hülle und Fülle und den Wellenreiter, damit du deine Haare zu Hause perfekt pflegen kannst. Leute, abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, ganz, ganz wichtig. Like das Video, teilt das Video mit euren Freunden, schreibt etwas in die Kommentare, schreibt in die Kommentare, welchen Haarschnitt findet ihr geiler? Den klassischen Foki, also vorne wirklich kurz und nur hinten lang, oder J.Jo Mullet? Also ich finde, J.Jo Mullet ist der Shit, Leute. Schaut euch das einmal an. Mega geiler Haarschnitt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!